Schwester! Hier ist ein Loch in der Decke gewesen. Wir haben erstmal ein Rohr durchgehauen. Leider war das die Kernbohrung ein bisschen zu nah an der Wand, was optimal für oben ist, aber für hier unten fürs Durchführen nicht so geil. Und dann haben wir da ein Rohr durchgesteckt und 45 Grad Winkel. Und oben sitzt Markus. Jetzt geht es darum, dieses Abwasserrohr, was das Abwasserrohr für Küche und Gästebad sein wird, hier entlang der ehemaligen Kellertreppe zu legen, wo wir Anfang des Projektes ja die Kellerdecke gedörrt, die Decke gegossen haben, zu legen. Und hier gerade lang, bis wir hier links in den großen Kanal münden. Das ist ja die Herausforderung, die wir jetzt haben, das Ganze mit einem 1% Gefälle zu schaffen. An den Kanal angeschlossen sind schon alte Küche und altes Bad oben. Da müssen wir jetzt noch gucken, wie wir eben unseren Teil jetzt noch mit in dieses Gefälle reinpacken, sodass wir nicht zu viele fette Rohre an der Decke hängen haben, die uns die Stehhöhe nehmen. Genau, das ist Frischwasser, da gucken wir heute Abend auch nochmal drauf, was sich da noch machen lässt. Wir machen alles mit Aluverbund, haben uns dafür auch entsprechende Werkzeuge jetzt gekauft für die Pressfittinge und sind mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und bevor wir jetzt hier im Keller unten das lange Rohr anschließen, so, Hauptsache mal so direkt am Anfang, machen wir jetzt nochmal den Handy-Test und zwar gucken wir mal, ob es durchrutscht. Jetzt war es ein bisschen vorher was gesagt, dann hätte ich es auch aufgefangen. Aber rutscht durch, ja. Hier. Wir haben hier jetzt das lange Rohr, was hier von oben kommt, mit exakt 1% Gefälle. Und das soll hier da ungefähr rein. Hier. Um das auseinander zu kriegen, könnte man hier friemeln, aber man kann auch einfach unser besten Freund die Flex nehmen. Könnte Zeit bekommen. Ah, da quillt schon raus. Es stinkt! So, wer hat die letzte Ladung da reingesetzt? Das mit Geruch noch nicht ist. In so, oben fehlt's noch. Bin mal gespannt, wie Markus das löst. Aber für alles gibt es eine Lösung mit der Flex. Griff abschrauben. Und von der anderen Seite. Mann. Ja, ab. Boah, Alter. Mockt. Stinkt das, ey. Aber egal. Ihr müsst ja nicht riechen. So, nach endlosem Friemelkram geht jetzt die Abwasserleitung auch hier durchgehend bis zum Kanal da hinten. Zum 15er Rohr. Kennerfrage. Was ist der Unterschied zwischen einem orangenen Rohr und einem braunen Rohr? Grauen Rohr? Meine Einschätzung ist die Farbe. Nee. Die orangenen Rohre nimmt man, glaube ich, im Außenbereich. Und kann die auch einbetonieren und die nimmt man im Innenbereich, die grauen. Wer es weiß, kann es mir in die Kommentare schreiben. So, und jetzt machen wir mit Frischwasser weiter. Frischwasserinstallation. Da hinten geht's weiter. Kalt. Vielleicht nehmen wir mal den Schnaps da hinten auch noch zur Hilfe. Wir machen jetzt mal hier dieses wunderschöne Paket auf und gucken mal, was wir da drin haben. Was braucht man nicht jetzt? Haben wir. Oh! Hast du Zollstock bestellt? 15. Wir haben Zollstock und Gummibärchen. Ja, das war das, was teuer war. Ja, wenn man für 900 Euro was bestellt, dann gibt es Gummibärchen dazu. Jetzt hier live das Unboxing. So, und zwar. Live zwei Tage später. Guckt euch das mal an hier. Das ist von Rehms Professional. Das ist das Beste, was man kaufen kann.
in einer schönen Metallkiste. Und zwar ist das unsere Presse, die Rems Powerpress SE. Keine Werbung hier an dieser Stelle. Keine bezahlte. Und damit werden wir jetzt unser Wasserrohrsystem verpressen. Hier sieht man die Fittinge. Die Pressbacken haben wir auch noch irgendwo. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Wir haben hier jetzt das Wasserrohr erstmal abgeflext, damit wir ein bisschen die Möglichkeit haben zu drehen. Das saß bombenfest. Nach ein bisschen kräftig zu zweit gegendrehen hat es dann funktioniert, dass es sich gelöst hat. Und jetzt geht es einigermaßen gut, das Wasser loszuschrauben. Jetzt hoffe ich nur, dass... Ne, unten dreht es mit. Hoffe ich nur, dass das die Schraube, die wir gekauft haben, oder dieser Adapter, dass der dann auch passt. Ich glaube tatsächlich nicht. Oh, ich habe auch das falsche gekauft, wie ich gerade sehe. Ich habe nämlich das weibliche Stück gekauft und nicht das männliche oder wie auch immer man das nennt. Deswegen bleibt es anschließend heute und am Wochenende leider aus. Aber nichtsdestotrotz können wir jetzt das Wasser erstmal legen. Hier sieht man jetzt vielleicht auch mal scharf. Was benötigt wird, ist ein Adapter mit Innengewinde. Und ich habe nur einen mit Außengewinde. Aber das kriegen wir hin. Wie eben erwähnt, haben wir die Rems-Presse ausgepackt. Und jetzt machen wir mal unsere erste Pressung damit. Und zwar haben wir hier ein T-Stück. Gehen davon was? 1 Zoll auf 16er, 20er Rohre. Was genau, von 16er auf was? 2 Drittel oder was? Ja. Also hier in den Backen gibt es so einen inneren Ring, so eine Aussparung. Die passt genau um diesen messingfarbenen Ring von dem Fitting. Und darauf versuche ich das jetzt mal zu spannen. Achso, man sieht noch, wenn das Rohr richtig eingesteckt ist, indem man das Rohr quasi, ich kann es hier einmal zeigen, da sieht. Wenn man das weiße Rohr am Ende sieht, dann weiß man, dass es richtig eingesteckt ist. Man muss sicherstellen, dass diese silberfarbenen Hülsen immer richtig drauf sind, weil die gehen auch mal schnell ab. Erstmal sind die nämlich lose, während die in den Packungen noch sind oder im Baumarkt. Genau. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ich hoffe, das passt so. Und dann hört die Maschine automatisch auf. Dann muss man das einmal auf rückwärts stellen. Aufmachen und jetzt sollte es perfekt verpresst sein. Und es sieht gut aus. Ja. Ich glaube, das wird schon passen. Und dann
läuft das. Kaltwasser, Warmwasser, wir legen noch eine Zirkulationsleitung hoch, damit man warmes Wasser direkt am Hahn hat. Das müssen wir aber erst noch bestellen. Geht relativ schnell. Genau, hier hinten kommen wir raus, gehen da hoch, verteilen das Ganze. Warmwasserversorgung wird im Heizungskeller stattfinden und dann gehen wir hier wieder zurück. Die Rohre werden natürlich noch isoliert. Für den Moment reicht das aber so. Heute wird das Asbestdach hier entfernt. Auf der Garage. Wir haben die Garagen schon leer geräumt. Ein paar Sachen stehen noch drin. Aber das Dach kommt runter. Da haben wir eine Spezialfirma beauftragt, die das auch entsprechend entsorgt. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir nicht selber machen werden. Weil wir da einfach keinen Bock drauf haben, unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Das wird heute gemacht und vielleicht schaffe ich es gleich noch ein bisschen zu filmen heute nach der Arbeit. Dann zeige ich euch, wie das Endergebnis aussieht. Hier gibt es auch noch so ein paar Räume, die haben wir glaube ich auch noch nie in dem Video gesehen. Das hier ist ein kleiner Waschraum direkt neben der Garage. Hier waren mal Hasenställe oder so drin. Wir wissen es gar nicht genau. Auch hier ist noch ein kleiner Raum, Abstellraum. Steht nur noch Schrott drin. Irgendwelche Chemikalien, die wir noch entsorgen müssen. Genau. Die Garagen kann ich euch auch einmal zeigen. Hier mehr oder weniger leer geräumt. Steht auch nur noch Müll drin. Hier unsere schöne Grube, wo man an Autos schrauben kann, die leider voll mit Müll ist. Genau. Die Asbestentsorgung läuft. Man sieht hier schon, kein Dach mehr drauf. Hier das ganze Zeug entsprechend eingepackt in Big Packs und dann abtransportiert. Die Mauer bewegt sich! Mach mal Schaufel runter, Schaufel! Hör! Schaufel! Nee, mach mal nur die Fassade! Ja! Nee, weiter! Ja! Nee, steiler! Ja. Weiter, noch steiler. Ja. Betonsturz. Den Sturz können wir noch ins Fenster bauen.